Zeitgenössische Kunst bildet einen elementaren Sammlungsbereich des Museums Wiesbaden. Mit Werken von Georg Baselitz, Jörg Immendorf, Josef Beuys und Gerhard Richter ist aber auch die Kunst der jungen Bundesrepublik stark vertreten. Gerhard Richters Therese Andeska ist ein schwarz-weißes Zeitungsmotiv in Malerei. Auf besondere Weise wird hier die Sichtbarkeit zugunsten der malerischen Geste und Qualität aufgegeben. Der originale Zeitungsausriss ergänzt die Bildunterschrift um die Worte „Waren Flüchtlinge aus Ungarn“. Das Wunder bekommt damit eine realpolitische Dimension. Zugleich umfasst die Sammlung internationale Künstlerinnen und Künstler, unter anderem 12 Arbeiten von Eva Hesse. Es ist die größte Museumssammlung ihrer Werke außerhalb der USA. Und auch mit Ellsworth Kelly und seinem Werk ist das Museum Wiesbaden eng verbunden. Im Anschluss an die Ehrung mit dem Jawlensky-Preis konnten wir 2013 eines seiner Werke erwerben. Der Künstler selbst, der noch bei Matisse im Atelier war, feierte damals seinen 90. Geburtstag. Ein zentrales Merkmal der Gegenwartskunst im Museum Wiesbaden sind fest installierte Rauminstallationen, sogenannte Künstlerräume, zum Beispiel von Jochen Gerz, Ilya Kabakov, Donald Judd oder Rebecca Horn. Im Eingangsbereich finden wir das Werk Jupiter im Oktogon von Rebecca Horn. Schon der Titel weckt Assoziationen in verschiedener Hinsicht. Einerseits mythologisch, bezogen auf Jupiter, den Himmelsvater. Andererseits astronomisch, bezogen auf den größten Planeten unseres Sonnensystems. Die Arbeit besteht aus 3 Spiegeln, die zueinander und zum umgebenden Raum in Beziehung treten. Rebecca Horn bringt aber nicht nur den gesamten Raum ins Spiel, sondern auch die Betrachterin bzw. den Betrachter. Von distanzierter Beobachtung kann keine Rede mehr sein. Im Gegenteil, die Wahrnehmung erfolgt mit dem ganzen Körper. David Novros hat für den hohen Raum eines ehemaligen Lichthofs das Werk Salidas angefertigt. Das mehrteilige Bild erinnert an einen Flügelaltar, auch wenn keinerlei religiöse Motive aufgerufen werden. Tief leuchtendes Pigment und geometrische Formen strahlen dabei eine besondere Ruhe aus. Das Bild selbst erinnert uns eher an Wandmalerei oder gar an ein Fresko, denn an ein klassisches Leinwandgemälde. Ein weiteres Besucher-Highlight ist das Werk 7 Stunden, 8 Stimmen, 3 Bäume von Katharina Grosse. Hier wird der gesamte Raum zu einer Arena der Malerei. Das Sprayen der Farbe wird zur Technik des Sehens. Es stellt das Ergebnis der Bewegung des Auges dar. Das Bild expandiert in den Raum. Die Bewegung vor dem Bild öffnet immer wieder neue Perspektiven und Blickwinkel. Das Werk ist übrigens direkt hier vor Ort entstanden. Mein Name ist Jörg Dauer. Ich bin Kustos für moderne und zeitgenössische Kunst am Museum Wiesbaden. Ich lade Sie ein, unsere Sammlung der Gegenwart zu erkunden.